Ach, der kann doch nix. Er hat eine Pfeife, wie cool ist das denn? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, das hört ihm. Nee? Obwohl, doch, warum nicht? Ich hab das Mana dafür. Dann verschwinde. Ja, war mir klar, dass er das macht. Kein Problem, Bisa und ich übernehmen das. Ja, ich versteck mich hinter meinem. Du auch, das Ring nicht vergessen. Ja, ich hab auch nicht mehr viel. Meine Flaschen sind leider leer. Das ist der letzte Schluck, was ich da drin hab. So, zeig uns deine Macht. Ja, hier. Ich kann an Beine treten. Ja, warum nicht? Warte mal, ich möchte lieber erstmal mich schälen noch. Dann trete ich an Beine. Und dann schäle ich mich weiter. Und dann trittst du nochmal an Beine. Trete an Beine. Und hast den Laser. Und dann taunte ich, dass er auf mich müssen. Ja. Gib dir vielleicht mal die späte Response für nächste Runde. Willst du denn noch heilen? Ja. Hat ja ein bisschen Leben verloren. Ja, dann heil mal den guten Hut, so einen Rest aufsparen. Ja. Wohl, das Vision, der reingucken bei dem Dicken hätte so machen können für null. Stimmt, hab ich nicht gesehen. Ups. Ember und Wrench macht er. Ja. Ja, da habe ich nicht mehr so viele Spikes, wie ich gerne hätte. Kommt wieder. Warum habe ich so viel Mana? Hast du doch immer, anders kenne ich dich gar nicht. Ja genau, schmeiß den Karpfen jemand an den Kopf. Imboss, dass ich nicht lache. Lachst du nicht? Nee. Na dann. Möchtest du... Ja, okay. Gib dir Steel Skin. Mich und dann euch. Nicht das Guard? Das stimmt, das Guard ist natürlich... Willst du Guards machen? Weil dann hast du noch mal für eine Runde länger deinen Schild. Ja, das ist eine gute Idee. Und dann kannst du... Nichts mehr. Barrikade machen. Okay, nevermind. Schade, kein Regen. Ja, hier gibt's auch gerade kein. Ich schieße mal nicht. Du schießt und dann verschwindest du, habe ich gehört. Ja, den kannst du noch Barriere machen auf jemanden. Ja. Auf. Magier, was hältst du davon? Magier ist der einzige wirklich angreifbare. Dann smite mal. Den hintersten. Ja. Mehr Schaden. Alles und dann andere, verschwinden. Stimmt ja, alles andere behalte ich. Warum konntest du nicht verschwinden? Das ist nicht gesund. Das ist gar nicht gut. Prevents Stealth. Sehr schade. Wo war's wo? Das Mark. Das Problem habe ich nämlich jetzt auch. Hunters Mark. Okay. Aber du hast trotzdem die Evasion. Ja, meine Evasion funktioniert ja auch. Kurz, gebt dir das Stachelschild. Guard. Ja, ich würde den Guard nehmen, um nochmal eine Runde das Schild zu machen. Okay, dann machst du. Ja. Viel besser. Und dann kann ich mich... Wem gebe ich's denn? Dem Heiler? Ja. Ein Herz für Heiler. Ich weiche immerhin einmal aus. Bisa, kannst du irgendwie die Niederen umbringen? Dass die nicht angreifen können, die Runde? Könnte ich machen. Wäre sehr freundlich. Einen hab ich angegriffen. Ah, reicht mehr nicht. Krieg ich leider nicht hin. Sehr schade.
Besser? Ja, hat sich erledigt. Ah, er beschwört wieder 2 Imps, aber es kostet ihn jedes Mal 40 Leben, wenn er 2 Imps beschwören möchte. Aber erst nächste Runde. Ja. So, ich habe gehört, die Äxte, die mag Heilung. Mhm. Binding Heal, dann heilst du dich mit. Ja, Binding ist immer gut. Danke sehr. Tja. Ich habe jetzt kein Hunter's Mark mehr, nächste Runde kann ich verschwinden. Ja. So, diesmal vergesse ich es nicht. Sehr gut. Da kommt auf jeden Fall ein Imp. Er schnappt sich das Feuer immer von uns, um sich zu heilen. Kennen wir von irgendwoher. Du hast einen Hunter's Mark. God damn it! Könntest du es regnen lassen? Ja, ja, ist letztendlich alles. Die anderen haben eh keins. Genau. So, und dann nochmal die Eidechse. Spellwatch bringt gerade nicht so viel. Flash? Nö. Zu spät. Ich würde die Punkte gern behalten. Gibst du mir Punkte? Karpf dich selber könnte. Oder nee, gib mir den Karpfen. Dann habe ich einen mehr. Nee, stimmt, ich kriege ja nur Vitalität, ne? Ich darf ja gar nicht mehr ziehen. Nö. Also. Ja, dann gibt es. Gibt es Futz. Nicht mehr. Du wolltest eine Karte mehr ziehen. Ja, Futz aber was? Auch. Oh. Könnte den halt jetzt wegmachen. Ja, überrenn den einfach. Dann überrenne ich den mal schnell. Moin. Ja, dann. Schade, dass du die Schilde nicht aufrechterhalten kannst. Deswegen wollte ich gerne Karten. Egal, wem ich es gebe. Ja, ist wurscht. Geh weg. Na gut. Ja, wäre sogar noch. Also in den 4 Karten, die ich noch ziehe, ist er drin. Ja, ich hab's reingeschaut gerade eben. Hm. Nächster Heal macht 100%. Ich würde erstmal mich heilen wahrscheinlich. Ja, mach den Fokus Heal, dann heilst du komplett voll. Genau. Stimmt. Jetzt mach dich. Dann würde ich noch einen Eimer schießen. Ja. Ja. Schmeiß mal Heilung. So. Smite! Na schön, na schön. Ja. Den nimmt das. Smite. Ja, dann sind die nämlich gleich weg. Gleich. Ich weiß gar nicht, warum ihr nicht wolltet, dass ich mit dem rede, also. Ey, wir haben einen neuen Bossfight. Du wirst lachen, es wäre sogar gekommen, als erstes. Ja. Weil die links ist die erste Karte, die gekommen ist. Ja. Na gut, Hutz, dann gibt er jetzt nochmal ein bisschen Schild und Bisa muss dann gleich den Boss umbringen. Gib mir Mühe. Mit meinen 4 Mana, die ich habe. Guck mal, da sehe ich doch schon einen Cold Spark, der nichts kostet. Außerdem kriegt er doch noch einen Mana. Ja. Victory! Und ich will wieder nichts davon. Oh. Leute, ich bleib mit den Karten. Da ist nichts Defense-mäßiges dabei. Ich will die nicht. Ja, dann bleib. Ich will nicht. Du hast einen größeren Dämon besiegt. Auch wenn er nicht gestorben ist, ist er zurück auf seine Ebene der Existenz gegangen und braucht Zeit, um sich zu regenerieren. Immer noch ist es eine große Errungenschaft, die gefeiert werden muss. Du solltest ein paar magische Splitter bei den Überresten des Dämons finden. Und nun, da der Keller leer, da keine Kultisten mehr im Keller sind, kannst du den Keller looten. Ja, dann looten wir den nochmal. Ja, haben wir ein bisschen was gekriegt. Ja. Sehr gut.
Diesmal hast du gar nicht gelesen, was wir alles bekommen haben. Da war was wie über ein magisches Horn und so gestanden. You collect the magical shards and you find a hidden chest near the summering cycle. Und irgendwas mit einem Horn war da drin. Ach, nicht wichtig. Alles, was wir finden, ist hier drin. Okay, lass mich mal gucken, was will ich denn davon? Das eigentlich. Du willst wahrscheinlich wieder den Umhang, richtig? Bin am Überlegen. Umhang, falls du natürlich... Nee, du nimmst den Umhang ja nicht. Nee. Außer wir würden den Umhang dem Heiler lassen. Können wir auch machen. Dann würde ich eventuell nämlich den Dagger nehmen, dass meine Angriffe ein bisschen stärker sind. Ja, ich überlege gerade, was ich nehmen möchte. Was macht denn der Ring? Vitality. HP und Max HP plus. Außerdem heilst du dadurch immer ein bisschen. Ja. Weil wenn diese Vitality wieder abgezogen wird, wird es von deinem maximalen Leben abgezogen und nicht von deinem derzeitigen Leben. Okay. Du könntest auch seine Pfeife nehmen. Oh, du hast da schon was in dem Slot. Jeder hat was in dem Slot. Ja. Was macht denn der Searing Blast? Feuerdamage. Oh. Ja, nur für den Magier interessant. Ja. Mm-mm. Ja, aber... Schlimmes, ich würde den... Der Tappen ist schöner. Ich würde den Ring nehmen. Ja, dann nimm den Ring. Alles andere interessiert mich nicht wirklich. Hm? So, jetzt ist die Frage, nehme ich den Dagger? Komm, ich nehme den Dagger. Ja, das war Geld. Lisa nimmt Geld. Was war Evasion nochmal? Ausweichen. Dann wirst du, in der ersten Runde kannst du zumindest von einem Angriff nicht getroffen werden. Immerhin etwas. So, der äußere Kreis. Du verlässt den Keller und, nach einer kleinen Rast beschließt du den Keller zu verlassen, weil es hier nichts mehr gibt. Ja, wir haben wieder volles Leben. Du läufst durch den Keller voll mit toten Kultisten und gehst. Na, jetzt kommen wir wahrscheinlich irgendwo raus. Wir kommen wieder da raus, wo wir reingegangen sind. Aber wie gut ist das denn? So, dann auf zum goldenen Schaf. Das goldene Schaf. Du erreichst den Grashügel hinter dem Turm. Wie der Farmer es dir gesagt hat, ist da eine Gruppe von Schafen am Grasen und bei ihnen siehst du ein Schaf mit goldener Wolle. Das muss das legendäre goldene Schaf sein. Du weißt nicht, ob es selten genug ist, dass man es legendär nennen kann, aber eine Sache ist sicher, die Schafswolle sieht sehr teuer aus. Wenn du es fangen und töten möchtest, hast du nur eine Chance, bevor das Schaf wegrennt. Ambush. Ambush, was war das nochmal? Ambush. Anschleichen, glaube ich. Anschleichen. Hinterhalt, ja. Das will ich machen. Ja. Sieht gut aus. Also kein Combat, sondern... Ja. Es geht garantiert schief, aber gut. Wenn er das sagt. Nee, gerade so. Du schaffst es, nah genug ans Schaf zu kommen und triffst bereits einen Todesstoß. Perfekt. Ein neues Haustier. Nice. Wir sind jetzt alle eine Runde unsichtbar. Ah! Sehr gut. Du nicht mehr. Doch. Wann bin ich denn mal nicht unsichtbar? Wir treffen uns trotzdem. Ja und? Ich hab Stacheln. Mir macht das nichts. Mir macht das auch nichts. Ich würde sagen, da ist ja nicht mehr viel Schaf übrig. Nee. So. Geben uns allen erstmal Schild. Ja. Das ist gut.
Gibst du uns auch noch den Stacheldraht? Den Stacheldraht. Dann gebe ich mir selbst noch ein bisschen mehr Schild. Der bringt mir aber. Willst du nicht eins tothauen? Ja, kann ich auch machen, aber der kostet mir ja nichts. Ja, komm ich aus. Nüppel eins um. Boing. Jeder, der jetzt Schafe umnieten kann, nietet Schafe um. Ich will vorher aber nochmal heilen. Das ist in Ordnung. So, du kriegst ein kleines Heilerchen da. Und jetzt hau ich. Das vorderste. Ah, das vorderste kriegst du nicht kaputt. Mittlere? Doch, das vorderste brennt aber dann nieder, wenn es. Ah, stimmt. Ist. Ja, dann das vorderste. So. Ich heb's mir auf. Jo. Vergiftung. Hinten. Ah, scheiße, ich hab die Viecher gelöscht. Ja. Aber du kannst zwei umkriegen. Entschuldigung. Ja, aber wir schaffen es nicht in Perfekt. Doch, wir können es noch in Perfekt schaffen. Ja, Bisa macht das. Ich versuch mein Bestes. Nimm den Karpfen. Zuerst den Karpfen, bevor du es umbringst. Sehr gut. Excellent. Ich hab nochmal ein Schild für alle, nämlich. Eckfels. Kann mich jemand anzünden? Ich nicht. Wir nicht. Ja, das wäre schon. Wobei selbst die 10 Damage wären schon schön. Großes Schild oder Gift zu Wasser? Kriegen wir überhaupt so oft Gift? Also bis jetzt ist das nicht passiert, aber ich war auch noch nicht im Sumpf. Ja, im Sumpf kriegen wir viel Gift. Im Sumpf kriegst du wirklich viel Gift. Ja. Ich nehme vorsichtshalber mal mit. Oh. Jetzt habe ich ein Level up. Das Horn ist da unten wichtig. Wollen wir dann bei der Storytime, wollen wir das da mal benutzen? Ja. Ja. Oh. Ja, können wir machen. Wir haben das noch nie benutzt. Towerzeit. Ja, dann da runter. Aber oben auf dem Heilfeld waren wir auch noch nie. Edge of the Forest. Ja, aber egal. Da kommen wir dann nicht mehr da runter hin. Auf die Forest-Ruinen. Ja, komm, wir gehen da auf die Ruinen. Nein, wir können auch erst mit Towerzeit gehen. Ja. Will irgendjemand den... Das war der Super-Move, ne? Der Super-Move? Ah ja, der war gut. Wir bezahlen alle. Die ganze alle. Gruppe kriegt den. Ja. Ja. Wir haben ja genügend Geld. So. Ja. Storytime. So. Jetzt erzählen wir denen mal, wie wir den größeren Dämon besiegt haben. Alva ist sagt, wozu das von sonst wäre, habe ich schon herausgefunden. Falls es euch interessiert. Ja. Würde uns interessieren. Wofür wäre das Horn sonst gut? Wenn nicht hierfür. Erzähl es uns. Teile deine unendliche Weisheit mit uns. Ja, ich warte. Das hat ein bisschen Delay, deswegen es wird noch ein bisschen dauern. So, jetzt ungefähr müsst ihr jetzt hören, was wir bekommen. Jetzt fängt er bestimmt an zu tippen. Oder er denkt sich, ich sag's euch eh nicht. Kann man ein Champ im Sumpf freischalten? Und Bisa sagt, Ruhe ist. Nein, Bisa. Frage, das ist doch kurz vor Feierabend. Frage ist, heben wir uns das für den Sumpf auf, oder? Ich meine, wenn wir ein Champ freischalten, da wäre ja eigentlich schon cool, ne? Ja. Dann erzählen wir ihnen einfach die Geschichte vage und hoffen aufs Beste. Uzz hat ja teure Karten. Hm. Doch, passt doch. Der Heiler hat teure Karten. Eine teure Karte. So. Oben, Mitte oder unten? Wollen wir gegen Wölfe? Gegen Bäume? Und die Bäume, die entgiften sich, die will ich nicht. Also gehen wir gegen die Wölfe. Ja. Wollen wir Geld haben? Mhm.
Okay. Warum? Und Alvarez, warum will ich's nicht wissen? Meinst du, gibt's etwa dann ein... Ein Magier vielleicht. Genau. Weiß nicht, wo ich den hier her hab, aber ich nehme ihn. Den hast du gerade eben bekommen. Durch deine Ausrüstung, glaube ich. Durch dein Säbel hast du den bekommen. Ja, wahrscheinlich. Du hast schon Shuffle Searing Blast in your deck. Sehr gut. Finde ich super. Achso, ich hab Ruhe. Achso, nein. Das war nicht auf dich bezogen. Das war auf Futz bezogen. Ich hab's gesehen, dass ich mal wieder das machen kann, also habe ich das gemacht. Und es wäre ein Heiler. Oh, es ist ein Heiler. Ist das die Voodoo-Dame? Das Schwein hat sich selbst getötet. Schweinerei. Aber ich finde, ich habe ganz gut Schaden gemacht in der ersten Runde. Ja. Ja. Natürlich gerade so ein Kampf, wo sie Frostresistenz haben. Ja, nein. Egal, der stirbt, sobald er dran ist. Putz kann nicht lasern, aber er kann Steel Forge machen. Das ist dein neuer Skill, ne? Mhm. Sehr gut, aktivier. When you block all heroes become... Das ist gut. Also wenn Putz lasern kann, ist das sogar noch besser. Aufsparen. Ja, ne? Ist irgendeiner. Ne. Ja, Barriere kannst du irgendwem geben. Hier, Magier, du kriegst eine Barriere. Ansonsten. Okay. Wir nehmen mal den, da ist noch ein bisschen mehr dran. Ist ein. Den Na? Kannst du nicht, der ist unsichtbar. Okay, dann nehme ich den hintersten. Ja, ne? Und nicht regnen lassen, danke. Nee, macht ja keinen Sinn. Er hat geheilt, der Sack. Das ist ja ein Tumier. Oh, Schamane. Shit, das war der Schaden. Nur mich nicht an, Fido. So. Ach, der Mittel auf den Tod. Ja, jetzt lässt du uns natürlich allein mit dem. Natürlich. Danke. Bitteschön. Sogar ein Exzellent. Will ich alles nicht. Ich bleib dann. So, letzte Karte erstmal, die ich nehme. So. Auf zum Boss. Oder wollt ihr noch oben beim Banditencamp vorbei? Wir können auch oben ran vorbei. Weil wir haben ja bisher nur die Mission mit Otis gemacht. Da oben. Wir haben ja die Standardmission noch nicht da gemacht. Ja. Wir könnten wegrennen oder kämpfen. Kämpfen oder... Weiß nicht, was Hutz uns sagen kämpfen, möchte. Kämpfen. Okay. Ich sehe es durch die Webcam. Hutz, du redest immer so undeutlich. Ich weiß, es ist meine Schuld. Das tut jetzt. Aber mein Mute ist vorbei, alles kein Problem. Ah. Nach dem Kampf würde ich sagen, wir machen den Bossfight nicht mehr. Dann ist 0 Uhr. Okay. Ist in Ordnung. Oder wollt ihr den unbedingt noch machen? Wir können auch noch den Stoff was machen. Also nicht. Ihr habt da nie, kein Problem mit. Dann machen wir den Boss. Das Last Match ist spät. Deswegen. Nee, machen wir dann nach Schluss. Kein Problem. Ach, war das nicht der, der die ganze Zeit die Wölfe gerufen hat? Ei. Wegen dem bin ich vorhin in meiner ersten Runde gescheitert. Grandios. Dann versuch Otis freizuschalten. Ja. Wie kommst du darauf? Weil wir auch hier gelandet sind.
So, Blitz war's, oder? Keine Ahnung. Ja, kann nicht mal reingucken, du hast Schritte. Du kannst auf Fight drücken. Aber wir verstecken uns nicht. Machst du gut. So. Ich hab gehört, ihr wollt alle was, oder? Hauptsache, du hast Guard. Ja. Putz hat E-Guard. Ja, dann kommt erst Might wohl raus. Ja. Obwohl, nein, bei einem von anderen, bei euch irgendwo. Weil meine nein, hält bei uns Turm, allen. Alle Turm. Oh, stimmt, ihr habt alle den Turm bekommen. Bringt uns also nichts, die Runde. Du hast eine Karte, ja. Du hast eine Ausrüstung, die uns das gibt. Ah, okay. Ja, dann smite. Den hintersten, ja. Denke ich ja. Mal. Den Dicken. Nehmen wir den Dicken. Der Schamane ist nervig, aber die kommen trotzdem wieder. Ja. Ja. Und jetzt. Wir sind so langsam. Habt ihr Bock auf Gift? Tut mir leid, Bisa, ich lösche den kurz. Alles gut, mach nur. Ich hab ja Blitz. Blitz ist gut, weil jetzt ist er nass. Ich habe nur eins. Egal. Hier bitte, Wolf. Danke sehr. Ich fühle mich plötzlich so vital. Ein Vitalwolf. Vitali, weißt du noch damals? Nein, weiß ich nicht. Ich hätte gern ein paar Spikes. Ich möchte uns allen gern wieder eigentlich Barriere geben. Bringt nichts. Ja, aber das hält nur für eine Runde. Auch wieder wahr. Ja, bei mir hält auch was nicht. Dann sparst dir auf oder mach wie per Armor, dass du den Reinforce kriegst. Dann bist du gegen Schläge ein bisschen resistenter. So, machen wir so. Jetzt bräuchten wir das Save It for Later. Ja. Ja? Jetzt ist nicht da. Nee, nicht so wirklich. Du kannst bei dem hinten reingucken. Ja. Ja, das sowieso. Was mache ich sonst noch? Wenn du möchtest, kannst du mich eine Karte mehr ziehen lassen, dann vergifte ich mehr. Hier für dich. Danke. Bin ich halt ein bisschen langsamer, aber das macht nichts. Ich wollte sagen, dich langsamer hätte ich jetzt nicht gemacht. Ach mein Gott. Ich hätte eher jemanden genommen, der eh langsam ist, also sich selbst oder mich. Funktioniert das Verschwinden trotzdem? Oder den Magier sogar. Ja. Verschwinden funktioniert das halt. Ja. Okay. Behalte ich. Du darfst bloß nicht dieses Hunters Mark drauf haben. Okay. Guck mal, der tötet sich doch fast schon selbst. Ja. Da bin ich gut. Aber jetzt hat er auch meinen kompletten Stacheln gefressen. Ich hab keine mehr. Ja, ich hab auch nur noch 3. Schade, reicht nicht ganz. Ich kann dem Vordersten mal ans Bein treten. Ja, mach das mal. Vielleicht kriegst du ja deinen Laser. Ja, mach ich das da. Ja, das ist gut. Da ist noch kein Laser. Ja, nächste Runde. Ihr könnt noch einen Laser kriegen, wenn ich Glück hab. Schade. Nee. Dann shield ich mich wieder. Was eh keinen Sinn macht, aber egal. Doch. Mal lass es. Wenn du...
Also, Wolf, du kriegst sehr viel Heiden. Das ist schon mal gut. Ah, nützt mir bloß nichts. Ich hab gehofft, ich kann ihn töten. Dann macht er, tut er der Heiler ihn jetzt einfach. Ja, flashen. Ja. Oder flashen. Einfach das ganze Gift von ihm wegmachen. Wasser. Ich hätte jetzt mal geheilt, bevor er dann stirbt nächste Runde. Ja, du darfst ihm ja jetzt Schaden machen und dann heilst du. Dann heilst du. Außerdem bin ich ja noch dran davor. Und ich auch. Passt schon alles. Und, nee, du bist nicht vor ihm dran, nur ich bin vor ihm dran. So, ich würde die Magierin. Nee, mich würde ich heilen. Ach, heil dich. Ja, dann heil dich. Heul dich. Eine Heilung hast du ja heil noch. Heil mich. Aber hier ist noch einmal wenigstens. Und. Mach sein Gift weg. Nein. Ja. Nein. Das Gift bleibt, wo es ist. Ich will ihn. Naja, ruft den Gegner. Nö. Doch. Doch, du kannst noch deinen Flair machen. Du kannst noch deinen Flair machen. Erst das andere. Jawohl. So ist er. Oh, do it yourself. Ah, das ist aber Other Hero. Ja, damit gibst du jemand anderem den Effekt, weil der soll es ja selber machen. Ja, aber das ist total bescheuert. Ja. Weil ich will doch nicht, dass ein anderer, und ich kann das sogar auch als Starthand nehmen. Ja, kannst du jemand anderen taunten lassen. Wenn wir zwei Tanks hätten zum Beispiel. Aber kann man überhaupt zwei Tanks spielen? Ja, ja, du kannst sogar nur Tanks spielen. Oder nur Heiler. Das wäre halt gut, wenn man den Wolf mit ihm kombiniert, dass der Wolf ihm halt immer irgendwie Defense zuschustert oder sowas. Ja, ich verstehe. Weil das sind nur diese Empfohlenen, wie wir gerade spielen. Ich verstehe. Also man könnte wirklich bunt durchmischen. Ja. Ja. Man könnte also auch vier Heiler spielen. Ja, wenn man wollte. Ja. Wie lustig ist wenn das? Wenn du alle vier A freigeschaltet hast. Ich glaube, ich will irgendwann mal vier Heiler spielen. Will ich Powerful mitnehmen? Ach komm, ich nehme Powerful mit. So, ja, die haben wir wieder verprügelt. So, dann looten wir. Looten und leveln. So, was haben wir hier? Ich bräuchte eigentlich eine Waffe. Dann nehme ich die doch. Das Fleischerball? Ja, das andere. Ich könnte natürlich mir auch einen Karpfen in die Hand werfen, aber... Aber dann geht dein Chor weg. Das Howl. Der Chor ist schon gut. Oh, ein Howlin-Stack ist halt auch nicht schlecht. Aber eigentlich. Ich möchte gerne die Waffe. Ich finde die ganzen Sachen nicht so dolle. Ich übersehe nichts, oder? Theoretisch, wenn du das Rundschild nehmen würdest, statt der Evasion, würden halt alle Rüstungen, die du verleihst, mehr geben. Das ist richtig. Das ist nicht doof. Ja, ich glaube, das mache ich tatsächlich. So, ich nehme den Magnus-Stuff, weil ich ja alle drei möglichen Schadensarten verteile. Mhm. Dann nehme ich... Ich hätte schon gedacht, du nimmst den anderen Karpfen. Für den Karpfen. Ich hab doch. Achso, ja. Nein. Das hätte ich gemacht, wäre ich als letztes dran zu einem nichts Sinnvolles da. Ah, der Wolf will den Umhang. Ich will den Umhang, ja. Statt der Hände? Was war die Handnummer? Wie, was war die Hand? Da war das der Handschuhe. Die Handschuhe. Achso, die haben mir zwei Powerful gegeben am Anfang. Ah, okay. Ah. So, aber hier machen wir einen Cut jetzt. Ja, Boss machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei allen, die zugesehen haben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es dann in, weiß ich nicht wann, 2 Wochen?
In zwei Wochen. Zwei Wochen. Also nächste Woche bin ich in Schweden. Da kann ich In drei Wochen. In drei Wochen. Weil nach meinem Urlaub habe ich Spätschicht. Ja. Dann habe ich erst. Dann sehen wir uns erst in drei Wochen wieder, wenn es weitergeht mit Across the Obelisk. Danke fürs Zuschauen auf YouTube. Ein nettes Kommentar und einen Daumen nach oben nicht vergessen. Und wir sehen uns dann, wenn es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.